Hallo Pyros, Kosmos Schweif am Start für euch mit einem neuen Video, mit einem neuen Silberhütte-Spezial. Heute geht es aber nicht um Silberhütte bis 1989, heute geht es um Silberhütte nach 1989, also ab 1990. Es waren nicht viele Jahre, ein, zwei, drei Jahre gab es das Unternehmen irgendwie noch in irgendeiner Form, bis es dann übernommen wurde, ich glaube von Nico. Und bis dahin aber gab es Silberhütte noch wenige Jahre in der neuen Wiedervereinigten Bundesrepublik, und ich zeige euch, was da für wunderschöne Artikel damals auf den Markt kamen, und ich zeige euch den entsprechenden Vorgänger von Silberhütte aus der DDR, wenn ich ihn habe. Viel Spaß beim Video, ich würde sagen, wir starten direkt durch. So, da bin ich wieder, und wie schon angekündigt, starten wir das Ganze hier mal mit dem Superding. Heuler mit Effekt, das Superding. Hier hinten kann man noch die Beschreibung lesen. Da steht natürlich kein Preis mehr drauf, das war in der DDR so, das gab es natürlich nicht mehr ab 1990. Ja, und was war der Vorgänger davon? Der Silvester-Heuler. Und wie ihr seht, war der eben auch von Pyrofa, der Silvesterheuler. Hier die Beschreibung. Ab 16 Jahren gab es das ja. Teuer war das Ding, 5,40 Mark, wirklich ein teurer Spaß. Und jetzt schaut euch hier diese wunderschöne Anzündung an. Typisch für Silberhütte. Ein herrliches Ding. Mit dem typischen Knick am Ende des Heultons. Ja. Hier eben nochmal die beiden zusammen. Natürlich schon viel größer, das Superding, typisch Westen. Im Osten wurden die Sachen ja wirklich so groß gemacht, wie sie sein müssen. Und es wurde nicht versucht, Eindruck zu schinden, aber die Zeiten haben sich eben dann auch geändert. Wunderschöne Artikel. Als nächstes haben wir hier zwei verschiedene Vulkane. Das Ding heißt hier auch noch Vulkanfontäne, und dieser hier heißt einfach Sternenfontäne. Depifac. Das hier ist Silberhütte. Und ich muss sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Hülsen einfach nur überklebt wurden mit neuen Labels. Ja. Und dass da letztendlich eigentlich möglicherweise sich darunter so ein Straßenfeuerwerk-Vulkan verbirgt. Ihr seht, die Größen sind absolut identisch. Wenn ich die mal nebeneinander halte, vielleicht sollte ich mal die Kappen abmachen, dann sieht man das besser. Hier sehen wir jetzt also, dass die Hülsen absolut identisch sind, gleich groß. Natürlich haben die verschiedene Anzündungen. Hier links die moderneren und rechts die originale DDR-Anzündung. Das ist der Straßenvulkan, Straßenfeuerwerk-Vulkan bis 89 von Silberhütte. Und das sind die beiden Nachfolger aus den beginnenden 90er Jahren. Die Powercracker von Silberhütte Nico. Wie soll ich es sagen? Hier steht aus Silberhütte Harz, aber die sind hergestellt von Nico. Und schaut mal, so sah das Original aus. Die gab es bis 1989, Powercracker von Pyrotechnik Silberhütte für 8,80 Mark, unglaublich teuer. Lauter als die anderen waren die auch nicht, aber hatten halt eine nackte Frau mit drin und sahen schön bunt aus und ja, hatten bunte Anzündkuppen, ich glaube rosa. Wir können ja mal reinschauen. Ja, sage ich doch, rosa, schaut mal hier. Anzünden, schnell wegwerfen. Der typische Spruch auf den DDR-Knallern. Hier sehen wir da verschiedene Farben und das Bildchen, hole ich jetzt nicht raus. Soll jugendfrei bleiben, mein Kanal. Und hier die nachfolgenden Powercracker von Nico. Die waren jetzt nicht direkt die Nachfolger 90, schaut mal, da gab es sogar schon den grünen Punkt. Mug Nico noch mit Hahn. Aber grundsätzlich sind das Nachfolgeknaller gewesen von den Silberhütte DDR Powercrackern. Ganz entscheidender Unterschied natürlich in diesen Powercrackern hier war nur noch Schwarzpulver, während in denen hier schöner Blitzkleinsatz drin war. Die waren ziemlich laut für diese wirklich kleine Größe, für diese kompakte Größe.
So, als nächstes haben wir die Bengal-Töpfe. Zeige ich euch mal zuerst den Original Silberhütte Originaltopf für 2 Mark 85 mit der typischen Anzündung. Und die Nachfolger waren dann etwas größer. Hier Bengal-Topf grün, wobei der auch noch diese schöne Anzündung hat. Und dieser hier ist tatsächlich von Pyrofa, wie ihr sehen könnt. Und diese anderen, die ich hier habe, sind mit Silberhütte-Logo. Teufelslogo nennt man das, glaube ich. Und den habe ich hier nochmal in Rot. Und ich habe den hier nochmal in Orange, glaube ich, dass das Orange sein soll. Ja, und die sind alle überklebt. Da habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Gold- und Silberfeder von Nico, hergestellt allerdings in Silberhütte. Made in Germany by Pyrotechnik Silberhütte, in Silberhütte Harz. Und diese Packung kann ich leider nicht öffnen, aber ich kann euch hier einen kleinen Einblick gewähren. Das ist hier die Goldfeder und das hier ist die Silberfeder, ganz auch in der Tradition von Silberhüttes Produkten aus DDR-Zeiten hier. Die Goldfeder. Auch dieses Produkt war sehr teuer. 5 Mark 60. Sehr schöner Kometeneffekt mit Schweif. Die Pyrobox. Sternenlogo von Silberhütte. Made by Pyrotechnik Silberhütte GmbH in Silberhütte. Und da schauen wir doch mal rein. Die ist nämlich offen. Deshalb kann ich euch die schönen Feuertöpfe mal zeigen. Das ist der Diamant-Aero-Teufel. Oder wie man früher gesagt hätte, Aero-Teufel-Diamant. Die habe ich nicht original. Also ich meine, das sind Originale, aber die habe ich nicht befüllt. Die sind ausgebrannt. Die habe ich noch selber zu DDR-Zeiten von der Straße gesammelt. Das sind keine Töpfe, die ich bei eBay gekauft habe. Ja, und das ist der Vorgänger, das ist das Original. Die waren auch ziemlich teuer. 5 Mark 50. Das waren so Sterne. Ich hatte die nie, die waren mir zu teuer. Aber das waren sehr schöne Feuertöpfe. Das gleiche hier nochmal in Schwarz. Der heißt auch Aero-Teufel-Diamant. Ich glaube, das waren die gleichen Effekte, die identischen Effekte. Hier wunderschöne ausgebrannte Aluhülsen aus DDR-Zeiten. Und in dieser Pyrobox sind 3 Stück. Da gibt es ihn dann nochmal in Rubin, also rot. Hier oben zu sehen nochmal das Sternlogo von Silberhütte. Und dann haben wir den noch in grün. Smaragd, Aero-Teufel, Feuertopf. Habe ich nie gezündet. Die habe ich tatsächlich erst in den späten 90ern bekommen hier für die Sammlung. Klasse 2, hieß es damals noch, jetzt Kategorie 2. Tolle Feuertöpfe. It's Magic, grün, Feuertopf von Depifac. So sieht der aus der Nähe aus. Und ich will jetzt nicht wirklich behaupten, dass das Magic Fire der Vorgänger ist, aber es ist auch ein Leuchtsternfeuertopf und er heißt halt Magic Fire und das andere Ding heißt It's Magic. Also ich behaupte jetzt einfach mal, das ist so eine Art Vorgänger oder Inspiration gewesen, auch für den Titel allein, It's Magic. Links der Feuertopf nach 1990 nach oder ab 1990 und rechts der Feuertopf bis 1989 von Silberhütte. Ja, Pyros, damit sind wir auch schon fast am Ende leider. Aber ich habe mir was Besonderes jetzt aufgehoben für das Ende, nämlich den Feuertopf mit bunten Sternen. Ich finde, der sieht total cool aus. Wunderschönes Design, wunderschöner Feuertopf. Pyrotechnik Silberhütte Klasse 2 mit Teufelslogo. Ein wunderschöner Feuertopf. Und dazu ganz eindeutig der Silvesterregen, sieht man auch im Design der Vorgänger. Das war ein Feuertopf mit roten und grünen Sternen, ziemlich viele Sterne. Das hat echt richtig was hergemacht, das Ding. Einer meiner Lieblingsfeuertöpfe auch von damals, von Silberhütte.
Ja, und hier wieder Vorgänger und Nachfolger. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Links nochmal die 90er Sachen und rechts die 80er Sachen von Silberhütte. Schaut euch das alles an, wie toll das aussieht. Abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Kommentar oder ein Like oder beides da. Bis bald, Kosmos Schweif.